Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Am Tag 77, wir sind immer noch in unserem Camp. Gestern habe ich ja versucht, dieses furchtbare Ding hier zu bauen, was eigentlich ein totaler Fehlschlag war. Ich habe in der Nacht noch ein bisschen dran weitergebaut und Wasser macht einfach Scheiben kaputt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ist das alles für die Katz. Und noch eine Neuerung, die ich jetzt habe. Und zwar nehme ich jetzt mit einem neuen Programm auf. Das heißt PlayClaw 5. Das habe ich bei Steam für 22,99 € gekauft. Das ist gerade 50% reduziert. Von 45,99 € auf 22,99 €. Und ich teste das sozusagen jetzt gerade aus. Es soll super gut sein. Aber das werde ich ja in den Test später rausfinden. Das einzige super Gute, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist die Frames, die man bei 7 Days to Die hat, die gehen überhaupt nicht in die Knie. Weil Fraps hat ordentlich geklaut an Frames. Aber das hier kaum. Also das geht kaum an die Frames ran. Das nutzt alle 4 CPUs von mir und ich habe jetzt eine Uhr im Spiel. Sehe ich, dass ich schon 1 Minute und 6, 7, 8 Meter aufgenommen habe. Und jetzt schon 125 MB groß bin. Gut, ja. Ein gutes Programm. Ich tue einen Link in der Beschreibung rein. Könnt ihr euch ja selber mal ansehen. Ich wollte aber mit euch heute ein bisschen Material besorgen. Und zwar ein paar Blümchen und eventuell ein bisschen Stahl. Aber ich glaube eher Blümchen und ein bisschen Material. So ein paar Stühle und sowas. Und das werde ich heute erstmal machen. Dafür muss ich mich jetzt beamen. Ich habe schon alles vorbereitet unten. Und habe mich jetzt ausgelockt. Völliger Blödsinn. Er zeichnet auch noch brav auf. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass die Aufnahme nichts wird. Deswegen bin ich so nervös. Und ja, mal gucken, ob ich das gleich rausschneide. Aber wir könnt ja auch sehen, ist ja nichts Besonderes. Gut, dann beamen wir uns jetzt. Ich habe ja alles vorbereitet. Ja, beamen tut weh. Dann habe ich natürlich noch eine Neuerung. Ihr seht es unten. Das ist in meinem Inventar. Ich kann durch dieses neue Aufnahmeprogramm die Auflösung auf volle Lutsche stellen. Und habe trotzdem volle Frames. Hier habe ich gerade 60 Frames, sagt mir das. Und das Programm klaut mir nie einen einzigen. Aber bestimmt klaut es mir ein paar Frames. Aber sozusagen alles tutti bei mir gerade. So, ein bisschen Selbstverteidigung. Und so bin ich das kaum gewohnt. Ich habe das Ding gar nicht auf. Wow, cool. Ich habe fast den Eindruck, ich nehme gar nicht auf, weil das so ruckelfrei läuft. Das ist richtig gut. Und wir brauchen Blümchen. Fällt euch denn irgendwas auf in der Bildqualität? Schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Ich möchte mich das Optimale rausholen. Und ja, das ist ein Stuhl. Noch ein Stuhl. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Dann bauen wir mal dezent ab. So, mir fallen jetzt hier ein paar Ecken. Brauche ich noch von Couchen. Kann man zwar selber bauen, aber warum soll ich denn die mitnehmen? Hat er sich versteckt. Hier war eigentlich schon alles leer. Thunfisch noch. Aber deswegen bin ich ja nicht hier. Ich wollte ja Blümchen sammeln gehen. Und finde hier natürlich keine. Selbstredend. Da steht ein Blümchen. Ich höre es auf zu suchen, ist ja Blödsinn. Ich brauche gar nichts mehr suchen. Ich habe hier schon alles durchsucht fast. Und versuche das Ganze mit einem Vorschlaghammer oder den sogenannten Sledgehammer abzubauen. Worauf haue ich da? Das funktioniert sogar sehr gut. Aber die kann ich nicht selber bauen. Wie ich in der letzten Folge sagte, ich bastel hier nicht an der Rezeptliste rum oder sowas. Ich spiele wirklich so, wie der Entwickler mir das Spiel vor die Füße geworfen hat. Weil das ist ein Vogel mit der Runde, kenne ich noch gar nicht. Und suche hier einfach mal ein bisschen Deko. Das kann man leider hier nicht mitnehmen. Da gibt es einen Stoff. Kann ich ihn abbauen? Nein, kann ich nicht abbauen. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Und ich sag die ganze Zeit, ich will nicht suchen und suche immer. Das ist aber so ein Reflex, den kriegt man einfach mit der Zeit.
dass man immer sucht. Kakteen kann man auch nicht abbauen. Die geben hier nur diese Yucca-Früchte. Also diese Blümchen sind so ein bisschen Mangelware. Da muss man halt ein bisschen länger suchen. Aber irgendwas schön mal einschauen, ich habe kein Farbenkreuz mehr. Das liegt aber an dem Player, den ich jetzt genommen habe. Und das mit der Auflösung gefällt mir persönlich sehr gut jetzt, weil das Spiel für mich ja auch jetzt super viel besser aussieht und direkt die richtige Auflösung anzeigt, auch wenn ich es dann render. Und jetzt habe ich schon 6 Minuten knapp aufgenommen und bin bei 1,3 GB. Aber ich bin ja an sich so ein schlechter Schütze. Dass man das ja kaum merkt, dass ich kein Fadenkreuz habe. So, die Blümchen wollen wir haben. Oh, ich weiß, dass ihr drin seid. Ihr könnt auch hier bleiben. E drücken. Dachbomas. Jo. Das ist nicht mehr Action in einer Folge. Ich kam jetzt nicht mehr runter. Ich hing da irgendwie in der Ecke fest, weil die mich da rangedrückt haben. Aber das war jetzt nicht unspannend. Finde ich mal cool aus. Das ist das, was wir hier haben. Das ist Müll. Noch. Blaues Holz. Oh man, da könnte man so schöne Sachen bauen. Wenn man das abbauen dürfte oder selber bauen könnte. Nee, kann ich leider nicht. Und weiter geht die Suche nach Blümchen. Wow, das ist ja mal Action hier in meiner Folge. Kann man die eigentlich auch kaputt machen? Denk mal. Nicht mal drauf schießen. Das erinnert mich an eine ganz, ganz alten Folge. Schweinefleisch. Tut mir leid, kleines Schwein. Aber ich habe Hunger auf Fleisch. Die Auflösung sieht echt gut aus. Ich hoffe, dass das so gut rüberkommt in der Aufnahme und dass ich die Aufnahme überhaupt verwenden kann. Ich habe natürlich groß vorher getestet und ich habe hier wirklich alles in meinem Display jetzt drin stehen. Zum Beispiel die CPU-Auslastung, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich habe da oben eine Uhrzeit, die aktuelle. Das ist ein sehr, sehr gutes Aufnahmeprogramm, wenn am Ende das alles passt. Ne? Da bin ich immer neugierig. Vor allem, dass die CPU-Auslastung nicht so groß ist. Das freut mich da hier unglaublich. Und da kann man bestimmt später richtig geile Videos machen, wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat. Und da gebe ich mir jetzt richtig Mühe. Da hinten noch ein bisschen Schwein. Das arme Schwein. Es tut mir richtig leid, wenn es so stirbt. Aber das spawnt ja immer gleich neu. Das wollen wir mal beobachten. Nein. Und Fleisch ist echt was Feines. Es gibt auch richtig viel Energie in dem Spiel. Das kann ich ja gleich mal demonstrieren. Denn ich habe ja... Da, zack, bumm. Ich sag mal so 25% Hunger gehen weg von einem Stück Fleisch. Sehr ergiebig. Da hinten ist noch ein Schwein. Fleisch und Blumensuche.
Ei sieht ja ein bisschen aus wie Salat. Und das schon wieder. Oh Gott, das ist hier wohl ein Spawnpunkt für Schweine. Brauche hier gar kein schlechtes Gewissen haben. Das noch. Nur noch das. Und das dahin. Glaub mir, Schwein, das ist ein viel besserer Tod, als wenn das, wenn die Zombies sich holen. Ja, das, ich muss das bewegen, das käme ich nicht dran. Ein Auto, was ich noch nicht sah, ist das Schwein. Arme Schwein wird angegriffen. Schütz dich, Schwein. Dafür lasse ich dich auch leben. Und dich will ich essen. Gut, Blümchen. Dürfen wir nicht vergessen. Wollte ich ja unbedingt holen. Und hier in den Häusern wird garantiert nichts mehr sein. Hier fand ich da die Scharfschützengewehre. Eine große Chili. Die schnellere Art zu bauen. Ist halt die Schrotflinte. Und Munition haben wir echt dazu. Schön große Minen bauen. Regale. Da kann ich nichts mit anfangen. Kann ich nicht abbauen, weiß ich schon. Wird alles in der Alpha 2 zur Verfügung stehen, was wir hier noch nicht bauen können. Ich kann es kaum erwarten. Denn ihr habt ja in den anderen Folgen schon gesehen, dass man immer improvisieren muss, wenn man zum Beispiel ein Geländer baut. Das besteht bei mir aus Leitern. An eine Rutsche, wollte ich schon sagen. Ich habe Rutsche gebaut. Gucken wir nach ein paar Blümchen. Was sagt denn jetzt unser Stand? 11 Stück, das ist doch schon ein Haufen. Elf Blumen. Da steht keins mehr. Und weil wir schon mal unterwegs sind, sammeln wir noch ein paar Rote ein. Was ich gar nicht mehr kann. Ich habe ja keinen Platz mehr. Ich muss jetzt Dinge entfernen. Das hier brauche ich zum Beispiel. Den trinke ich gleich aus. Das kann ich stapeln. Den schmeißen wir mal weg. Ein paar Stühle können wir auch benutzen. Weg damit. Wasser will ich auf jeden Fall behalten. Dafür tausche ich dann diese kleinen Eisenstänkchen aus. Und die Munition ultra wichtig. Gegen Scheiben. Ne, gar nicht, gegen Papier. Das ist ein bisschen schwieriger zu finden, wenn man es wegklickt. Und Blaubeeren ohne Ende. Aber rotes Holz kann man nur mit diesen roten Pflanzen machen. Entschuldigung. Und ich will rotes Holz haben. Und muss mir noch ganz schwer überlegen, was ich mit meinem doofen Klotz da jetzt anstelle, den ich da gebaut habe. Der gefällt mir irgendwie gar nicht. Was ist das für ein Spiel war? Ohne Frames-Einbruch hier. Ich habe jetzt volle 60 Frames. Ich lasse das Schwein jetzt leben. Das hat es nicht verdient. In der Welt, wo ich alleine bin, da brauche ich noch nicht so viel Fleisch. Keine Angst, liebes Tier. Menü hier. Was macht er denn hier? Ich verdrück mich die volle Pulle. Jetzt habe ich Blaubeeren aufgehoben. Brauche ich gar nicht. Benzin. Das darf ja nicht wahr sein. Eingetauscht gegen Stofffetzen. Wir haben ja den Stern wieder auf der Straße. Da habe ich am Anfang ja mal gedacht, dass das Besonderes wäre. Oh,
denn gar nicht dran? Den raube ich noch schnell aus. Und sammle noch ein paar rote Blumen. Und da haben wir schon 16 Uhr. Boah, die Zeit rast. Und die neue Auflösung. Ich kann es nur nochmal sagen. Gefällt mir super gut. Es ist wie ein neues Spielerlebnis für einen. Mann, das will ich nicht drücken. Ich komme mit meinen Wurstfingern da immer an der Tastatur. So. Die paar noch. Dann haben wir so 40 Stück will ich jetzt sammeln. Kann ich ja mal ordentlich rotes Holz herstellen. Und mir was Schickes damit überlegen. Mhm. Und das tue ich natürlich jetzt hier rein. Und tausche es aus gegen die Essblumen. Nein, natürlich nicht. Gegen Chili, was ich dann einfach mal essen werde. So, Essig. Also trinke ich Essig. Und ich kann nichts wegschmeißen. Nicht in so eine Welt. Dann müssen wir uns jetzt wieder teleportieren. Oh, wenn ich schlau wäre, würde ich hier mal einen Schlafsack hinlegen. Den lasse ich einfach hier liegen. Ganz frech. Ich guck mal. Kann ich gerade gar nicht bauen, ne? Ich habe es ja gerade weggeworfen. Gar nicht so schlimm. Ist ja nicht so weit. Dann alles zum Beam vorbereiten. Und die Aufnahme geht schon. 17 Minuten 6. Bin mal gespannt, ob das alles so klappt. Ich hoffe, ihr schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das jetzt so findet, wie die Auflösung bei euch aussieht jetzt. Ich kann es natürlich auch selber bei YouTube gucken, aber mir interessiert das halt auch, wie ihr zufrieden seid mit den Aufnahmen. Ob es Verbesserungen vielleicht auch für euch gibt. Mir ist das besonders wichtig. Gut. Dann gehen wir schnell zum Kühlschrank, werfen das Fleisch da noch rein. Damit die Tiere nicht umsonst gestorben sind. So. Habe ich denn noch Holz? Ja, 103 Blöcke habe ich noch hier. Überlegen, was mache ich mit diesem hässlichen Klotz? Mache ich ihn ganz weg? Aber gewachsen ist er drin. Soll ich ihn ganz wegmachen oder soll ich da was verbessern dran? Bin mir einfach nur unschlüssig. Blöd, jetzt gerade wieder weg. Muss ja auch noch reinkommen. Und Blümchen her. Irgendeinen Sinn sollen sie ergeben. Was auch so eine gute Idee war. Halt einfach Blümchen, da brauche ich wahrscheinlich noch mehr. Was ich heute aber nicht mehr tun. Die zu holen, meine ich natürlich. Da fehlen mir genau zwei blöde Blumen. Das Ganze mal von oben angesehen und ich kann mich nicht entscheiden, was mache ich jetzt mit dem Klotz. Mir schwirren so viele Sachen im Kopf rum. Aufzug ist kaputt, so. Wie sieht's aus? Ah, das habt ihr schon was, oder? Wenn da jetzt die zwei Blümchen noch wären, wäre es richtig hübsch. Okay, ich mache mal weiterhin Gedanken über den hässlichen Klotz, den ich gebaut habe. Und sage einfach mal Tschüss, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet ein, ich freue mich auf euch.